Der deutsche Aktienindex hat heute wieder einmal die 12.000-Punkte-Marke ins Visier genommen. Am Nachmittag hat die Anleger dann aber schon wieder der Mut verlassen. Aktuell notiert der DAX knapp unter der psychologisch wichtigen 12.000-Punkte-Marke. Ja, angesichts der starken Kursausschläge in den letzten Wochen und Monaten sind viele Anleger derzeit verunsichert und stellen sich die Frage, wie es an den Märkten im weiteren Jahresverlauf weitergehen wird. Wir wollen uns die Marktlage daher heute einmal genauer anschauen und haben hierzu einen Experten eingeladen, der in den letzten 20 Jahren gemeinsam mit seinen Kollegen häufig richtig lag und vielen Anlegern mit seinen Empfehlungen hohe Renditen bescheren konnte. Doch bevor wir loslegen, möchte ich Sie, verehrte Zuschauer, ganz herzlich begrüßen. Schön, dass Sie heute so zahlreich mit dabei sind und mit uns einen Blick auf das zweite Halbjahr und einige ausgewählte Aktien werfen wollen. Mein Name ist Volker Altvater. Ich beschäftige mich seit mehr als 20 Jahren aktiv mit den Themen Börse und Kapitalanlage und freue mich, dass ich heute Ihr Moderator sein darf. Ja, ich freue mich zudem, dass wir mit Holger Steffen einen ausgewiesenen Analysten und Nebenwerteexperten zu Gast haben. Er müsste uns nun aus Münster zugeschaltet sein. Hallo nach Münster. Hallo Holger, kannst du mich hören? Ja, hallo, ich höre dich gut. Hallo zusammen, Holger Steffen hier. Einen schönen guten Abend an alle Zuhörer. Ja, schön, dass du mit dabei bist, Holger. So viel vorweg. Holger Steffen und ich, wir kennen uns schon seit vielen Jahren. Insofern duzen wir uns und das wollen wir auch heute in diesem Webinar so beibehalten. Nicht wahr, Holger? Jawohl, so machen wir das. Gut, liebe Zuschauer, als Finanznet-Nutzer werden Sie Holger Steffen vermutlich kennen. Seine Kolumne zählt zu den ja, meistgelesenen Kolumnen auf finanzen.net. Er analysiert darin regelmäßig den DAX, Nebenwerteaktien und andere Investments. Holger, wer dich noch nicht kennt, kann auch mal einen Blick auf eure Website werfen. Auf www.anlegerbrief.com betreibst du gemeinsam mit deinen Partnern einen Börsenbrief, ja, mit einem Musterdepot, das eine ausgezeichnete Performance aufweist. Ich habe vorhin noch mal reingeschaut. Seit Start im Jahr 1999 habt ihr eine Rendite von 2000% eingefahren. Das sind also umgerechnet rund 16,6% pro Jahr. Holger, erzähl unseren Zuschauern doch mal in zwei, drei Sätzen was über den Anlegerbrief und wie ihr diese Rendite für eure Leser erwirtschaftet. Jawohl, vielen Dank, Volker. Ja, unser Börsenbrief basiert im Wesentlichen auf aktivem Stockpicking. Das heißt, wir suchen tatsächlich nach aussichtsreichen Stories im Bereich, vor allem im Bereich deutscher Nebenwerte. Dabei haben wir natürlich aber auch immer den Gesamtmarkt im Blick. Also wir runden das Ganze mit Marktanalysen ab. Aber Basis des Erfolgs ist letztendlich die Auswahl interessanter Stories, die auch abseits des Marktes deutliches Aufwärtspotenzial aufweisen. Und wie du gesagt hast, das hat letztendlich in den vergangenen 2 Jahrzehnten sehr gut geklappt. Mit rund 16% pro Jahr oder ein bisschen mehr als 16% pro Jahr haben wir da sicher sehr ordentlich abgeschnitten. Ich habe derweil auch schon mal einen Link zu eurer Website in die Runde geschickt. Müsste eigentlich bei allen angekommen sein. Also wenn Sie da Interesse haben, klicken Sie einfach mal drauf. Ja, Holger, wie gesagt, 16,6%. Was ist das Geheimnis eures Erfolgs? Ich Ja, würde was sagen, würdest du sagen? gründliche Analyse. Gründliche Analyse. Welche Aktie hat bei euch in letzter Zeit eine hohe Rendite eingefahren? Also was ist jetzt so der Wert, den du sagst, wo du sagst, der hat jetzt wirklich toll performt in den letzten Monaten oder Jahren vielleicht? Ja, ein Wert, den vielleicht viele nicht so im Blick haben, auf den wir heute auch noch zu sprechen kommen, ist der Spezialchemiehersteller Nabaltec. Der hat wirklich, glaube ich, weitgehend unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit neue Allzeithochs erreicht und das zuletzt auch trotz der ja deutlichen Marktkorrektur der letzten Wochen. Kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Der Börsenbrief, also Anlegerbrief, ist bei euch ja eher jetzt ein Nebenprodukt, ja, wenn ich das richtig weiß. Ihr geht ja auch sehr stark in den Bereich Studien rein, erstellt Studien für Unternehmen. Ist das richtig? Genau.
Also das ist, aber ein Nebenprodukt ist vielleicht ein bisschen, unterschätzt das ein bisschen. Das ist sicherlich schon, der Anlegerbrief ist ein Standbein der Analyse, sehr nah an unseren Investments dran. Das Zertifikat auf den Value Stars Index ist ein weiteres Standbein und zusätzlich gibt es aber auch noch lange Unternehmensbewertungsstudien. Also letztendlich gibt es verschiedene Facetten dieser Analyse und Produkte dazu. Du hast es gerade angesprochen, seit einigen Jahren können Anleger in die Strategie, die ihr im Anlegerbrief verfolgt, ja auch über ein Investmentprodukt investieren. Auch da habt ihr ja schon eine stolze Rendite eingefahren in den letzten Jahren. Habt ihr da, also ist das letztendlich die gleiche Strategie, die ihr da umsetzt wie in eurem Börsenbrief? Ich kann auch hier den Link mal in die Runde schicken. Jawohl, also wir werden da gleich auch noch ein bisschen näher drauf eingehen, um unsere Arbeit noch einmal ein bisschen ausführlicher vorzustellen zu Beginn. Und ja, die Strategie ist sehr ähnlich, nicht genau deckungsgleich, aber orientiert sich letztendlich auch an Stockpicking in deutschen Nebenwerten mit unseren strategischen Schwerpunkten, die ich gleich noch kurz vorstellen werde. Okay, Holger, lass uns loslegen, beziehungsweise bevor wir loslegen, nochmal der Hinweis an alle Teilnehmer. Es gibt ja auch immer viele Leute, die erstmals dabei sind. Sie können in diesem Webinar auch Fragen stellen. Also wir wollen das bewusst interaktiv gestalten. Sie finden vermutlich an der rechten Seite Ihres Bildschirms eine Chatfunktion. Wenn Sie eine Frage haben, tragen Sie die einfach ein. Wir sammeln die Fragen und gegebenenfalls beantworten die ein oder andere Frage auch mal zwischenrein oder machen am Ende auf jeden Fall aber auch noch mal eine Runde, in der wir Fragen beantworten, die vermutlich für viele Teilnehmer interessant sind. Bevor wir loslegen, Holger, eine Frage habe ich noch mitgebracht, und zwar an unsere Zuschauer. Die möchte ich jetzt vorab noch einstreuen. Und zwar bitte ich Sie, Ihre Meinung kundzutun zum DAX. Möchte von Ihnen wissen, wo sehen Sie den DAX am Ende des Jahres? Müsste nun bei Ihnen zu sehen sein. Sie haben die Möglichkeit, hier abzustimmen. Ich habe vier mögliche Antworten vorbereitet. Lass die Umfrage einfach ein paar Sekunden stehen. Ja, sehen Sie den DAX eher, ja, nach unten gehen bis Ende des Jahres oder sind Sie eher von der optimistischen Sorte und denken, ja, zum Jahresende werden wir schon einiges höher stehen. Wir wollen uns gleich das Ergebnis auch gemeinsam anschauen. Die meisten haben auch schon abgestimmt. Dann schließe ich die Umfrage wieder. Sekunde. Und blende das Ergebnis dann für alle ein. Und Holger, vielleicht kannst du es kurz kommentieren, sobald du es siehst. Jawohl, also unterhalb von 11,5 bei 16%. Die meisten sehen ihn zwischen 12 und 12,5. Also unter unseren Zuhörern hier würde ich sagen, ist ein vorsichtiger Optimismus am weitesten verbreitet. Also es gibt mehr Optimisten als Pessimisten, wobei das Pessimismuslager mit letztendlich fallenden Kursen mit einem Drittel auch nicht gering ist. Aber es geht schon in die Nähe eines Patts mit leichtem Optimismusüberhang. Hättest Auch du das dazu. erwartet, oder? Nee, ehrlich gesagt hätte ich mir ein bisschen mehr Pessimismus gerechnet. Da kommen wir gleich auch noch zu anderen Umfragen. Aber gut, wir haben vielleicht die Optimisten hier mehr an Bord, also den mutigeren Teil der Anleger. Okay, ja, ich hätte auch eher mit dem anderen Ergebnis gerechnet. Aber okay, dann würde ich vorschlagen, du hast eine Präsentation vorbereitet. Ich übertrage dir jetzt mal die Steuerung und dann wünsche ich allen einen interessanten Vortrag. Nochmal der Hinweis, wenn Sie Fragen haben, gerne per Chat uns zukommen lassen. Und ja, Holger, du müsstest Jawohl, ich jetzt hoffe. eine Eingabeaufforderung kriegen. Und dann Jawohl. kannst du deinen Bildschirm übertragen. Im Moment ist nichts gekommen, da ist es. So, jetzt müsste das sehen sein. Jawohl, ist zu sehen. Wunderbar, dann würde ich sagen, ich lege los. Ja, es freut mich sehr, dass Sie heute alle dabei sind, bei der wir uns der Frage, wenn wir uns der Frage widmen, ob es einen neuen Rallye-Schub gibt oder ob die Rallye der ersten Monate doch eine große Bullenfalle in einer BES war. Im Rahmen dessen werden wir heute den großen Markt- und Favoritencheck machen.
eingeteilt in drei Abschnitte. Zunächst werden wir Ihnen noch kurz unsere Arbeit vorstellen, damit Sie auch wissen, wer Ihnen ja heute die Marktlage erläutert. Danach folgt der große Marktcheck, wo wir die wichtigsten Indikatoren einmal durchgehen und daraus letztendlich unsere Conclusio ziehen. Und abgerundet wird das dann durch einen kurzen Blick auf unsere Jahresfavoriten, wie die sich bisher entwickelt haben. Und wir werden danach fünf Favoriten, fünf Einzeltitel aus dem Nebenwertebereich für das zweite Halbjahr vorstellen. So, kurz also jetzt zu unserer Arbeit. Der Value Stars Deutschland Index ist ein aktiv gemanagter Index mit Fokus auf deutsche Nebenwerte. Wir hatten das ja eben schon angesprochen. Das heißt, es ist nicht ein regelbasierter Index, sondern er beruht auf einzelnen Investmententscheidungen und auch Verkaufsentscheidungen der Analysten. Dahinter steht ein Team, zunächst einmal der Emittent des Index und des Zertifikats, die Lang- und Schwarz-Aktiengesellschaft. Die hat den Value Stars Deutschland Index Ende 2013 aufgelegt. Involviert ist dabei auch eine Vermögensverwaltung Hinkel aus Düsseldorf, die als Berater für die Zusammensetzung des Index fungiert. Und letztendlich wir, das Analystenteam des Anlegerbriefs, zu dem auch ich zähle, mit unserer langjährigen Erfahrung im Bereich der Nebenwerte, die wir wiederum den Vermögensverwalter bei seiner Zusammenstellung des Portfolios beraten. Der Index enthält in der Regel 20 bis 30 Titel, überwiegend Nebenwerte und alle aus Deutschland, die ausgewählt werden vor allem nach der Value-Strategie mit ihren oder mit den von uns so identifizierten vier Kernkriterien, nämlich die wirtschaftliche Verfassung des Unternehmens, die möglichst gut sein sollte, möglichst viele nachhaltige Wettbewerbsvorteile, ein möglichst aufrichtiges Management, das im Sinne der Aktionäre handelt und eine Bewertung, die deutlich unter dem von uns identifizierten inneren Wert liegt. Naturgemäß sind nicht immer alle vier Kriterien gleichermaßen erfüllt, aber eine stärkere Ausprägung bei einem Kriterien kann eine mangelnde Ausprägung bei einem anderen durchaus kompensieren. Letztendlich gilt hier im Prinzip der Spruch, je mehr, desto besser. Holger, ich will gleich nochmal zwischen reingehen. Hier kommt die Frage von Dirk, warum ihr euch auf Nebenwerte konzentriert. Ja, wir sehen im Bereich der Nebenwerte deutlich mehr Chancen, durch gründliche Analyse Informationsvorteile herauszuarbeiten. Nebenwerte werden oftmals von sehr vielen Anlegern links liegen gelassen, wegen ihrer Größe. Sie sind aus den Medien nicht bekannt. Viele Portfoliomanager können da nicht investieren, weil die Liquidität gering ist. Also ich sage mal, für ein Milliardenportfolio sind Nebenwerte schlichtweg nicht geeignet. Und auch analystentechnisch sind Nebenwerte bei Weitem nicht so abgedeckt, sodass man da sehr gut Perlen finden kann, die noch keiner entdeckt hat, was im Bereich des DAX sicherlich deutlich schwieriger ist, wenn nicht gar Okay. unmöglich. Ja, wir haben dieses Value-Konzept ergänzt um eine Chancenorientierung. Das hat durchaus einen etwas kurzfristigen Charakter. Hier geht es um die Identifizierung aussichtsreicher Sonder- oder Umbruchsituationen, die relativ zeitnah eine Chance auf Werterholung bieten. Möglichst auch, was man an konkreten Ereignissen, die eintreten müssten, festmachen kann. Hier kann man eigentlich, man kann es so auf den Punkt bringen, es muss zeitnah eine deutliche Besserung der Lage wahrscheinlich sein. Die Kombination dieses Konzepts hat letztendlich zum starken Track-Record des Value Stars Deutschland Index geführt. Wir haben hier bei der Übersichtstabelle quasi seit Start von Ende 2013 hat der Index um 87% zugelegt und damit den DAX um 63% outperformt per Ende Mai.
und den SDAX um 18%. Dabei war der Index mit Ausnahme des schwachen Jahres 2018 in jedem Jahr zweistellig im Plus. Auf diesen Index hat, wie gesagt, Lang und Schwarz dann auch ein Zertifikat aufgelegt, auch bereits seit 2013. Sie sehen jetzt unten die WKN eingeblendet. Das kann also bei jeder Bank erworben werden, im Direkthandel mit Lang und Schwarz oder an der Stuttgarter Börse. Das Ganze auch noch einmal grafisch veranschaulicht. Hier sehen wir den Performance Chart. Der Value Stars Deutschland Index oben schwarz, über dem SDAX grün und doch sehr weit über dem DAX in rot mit einer kontinuierlich aufgebauten Outperformance. Mehr dazu gibt es auch noch auf unserer Website anlegerbrief.com/Zertifikat. Hier kommt die Frage von Jakob. Wie oft das Zertifikat, wie oft da Kurse gestellt werden? Die werden mehrfach täglich gestellt oder permanent sogar, ne? Genau, permanent eigentlich. Also es ist immer, also ich sag mal, wenn man jetzt von großen Marktfriktionen absieht, die ja in der Vergangenheit häufiger mal dazu geführt haben, dass Zertifikatanbieter keine Kurse stellen können, gibt es eigentlich immer Kurse. Also permanent Ankauf, verkaufsfähig, kein Problem. Okay. Gut, da sind wir auch gleich bei den Chancen und Risiken. Das zählt vielleicht dann eher in den Risikobereich, die Kursstellung der Anbieter. Kommen wir zunächst auf die Chancen. Das Zertifikat bietet hohe Renditechancen, insbesondere durch die Value-Strategie und den Fokus auf Nebenwerte. Es besteht trotzdem eine gewisse Sicherheitsreserve, weil wir halt den Fokus auf unterbewertete Titel legen. Und letztendlich kann man auf einen langen Track-Rekord zurückschauen, nicht nur seit dem Start des Zertifikats im Jahr 2013, sind ja jetzt auch schon mehr als 5 Jahre, sondern auch bis zum Start unseres Musterdepots im Jahr 2019 mit der erwähnten Performance von mehr als 16% pro Jahr. Es gibt aber ebenso naturgemäß auch Risiken, wie bei jedem Investment. Die Vergangenheitsrenditen sind keine Garantie für künftige Erträge. Es kann zu Kursverlusten bei enthaltenen Aktien kommen, die sich letztendlich auch in Kursverlusten des Index dann ausdrücken können. Und wie speziell bei Zertifikaten immer der Fall, gibt es das Insolvenzrisiko des Emittenten, also das Ausfallrisiko bezüglich Lang und Schwarz. Soweit zu unserer Arbeit. Hier kommt von Matthias die Frage, wann für euch ein Unternehmen unterbewertet ist. Kommt dazu noch was im späteren Verlauf oder kannst du vielleicht ein paar Sätze sagen? Genau, das war jetzt soweit, also in aller Kürze unser Konzept, weil wir uns auch den Kernpunkten noch widmen wollen, aber vielleicht ein kleiner Exkurs dazu. Wir gucken uns das Unternehmen genau an. Die historische Entwicklung sprechen oftmals mit dem Management, leiten daraus Prognosen ab. Also wir haben ein eigenes Diskontierungsmodell, spielen da verschiedene Verläufe durch und sagen wir, in dem Basisszenario, was wir dann abbilden, sollte der faire Wert, den wir so diskontiert ermitteln, deutlich über dem aktuellen Aktienkurs liegen. Das ist letztendlich die Vorgehensweise. Okay. Gut, kommen wir zum großen Marktcheck mit der eingangs schon vorgestellten Frage. Gibt es den nächsten Rallye-Schub? Also wird der Markt aus der längeren Korrekturphase seit Anfang Mai nach oben rausschießen oder war die Rallye der ersten Monate 2019 doch nur eine große Bullenfalle? Um das näher beantworten zu können, werfen wir zunächst einmal einen Blick auf die Konjunktur. Da sehen wir eigentlich, dass das Wachstum in den wichtigsten Wirtschaftsregionen im ersten Quartal noch sehr solide war. Wir haben das hier einmal abgetragen. Es reicht, also das BIP-Wachstum reicht von Deutschland und der Eurozone mit 0,7 bis 1,2% über die USA mit 3,1% bis hin zu China mit 6,4%. Allerdings steckt darin oder kommt darin auch eine deutliche Abschwächung innerhalb der letzten 2 Jahre
in Deutschland und der Eurozone zum Ausdruck. Der Spitzenwert noch 2017 lag bei 2,8%. Auch in den USA hat sich das Wachstum seit der Spitze in 2018 verlangsamt. Da war es bei 4,2%. Die Werte sind aber immer noch sehr robust. Und auch in China ist die Verlangsamung gegenüber den in den letzten Quartalen üblichen 6,7 bis 6,8% eher moderat. Und das wird später nochmal von Bedeutung sein, die Regierung steuert mit diversen Maßnahmen bereits dagegen, unter anderem eine deutliche Ausweitung der Kreditvergabe über staatliche Banken, Steueranreize und auch direkte staatliche Investitionen, um die Konjunkturdynamik zu stützen. Ja, das Gesamtbild ist damit ja eigentlich noch relativ erfreulich. Warum sind die Sorgen trotzdem recht groß? Das liegt daran, dass im industriellen Sektor der Abschwung schon deutlich stärker zu spüren ist. Das sieht man insbesondere an den Einkaufsmanager-Indizes. Spiegeln Umfragen und zeigen konjunkturelle Trends relativ früh. Und da sieht man hier in Deutschland und der Eurozone die orange und blaue Kurve, dass es seit Anfang 2018 doch sehr kräftig bergab gegangen ist, von einem starken Wachstumsniveau bis unter die grüne Linie ist die Expansionsschwelle. Und da liegen Deutschland und die Eurozone mittlerweile deutlich drunter. Das heißt, die Industrie schrumpft derzeit. Es gibt einen leichten Hoffnungsschimmer, den sieht man hier ganz am Ende in den letzten 2 Monaten in Deutschland und der Eurozone, dass der Wert jetzt nicht weiter fällt, sondern stagniert. Damit könnte sich eine Stabilisierung in Europa abzeichnen, die dann eine Basis für eine Erholung der Konjunktur darstellen könnte. Die USA sind da etwas zeitversetzt, hier in dieser grauen Kurve zu sehen und sind zuletzt noch gefallen. Und in China, in dieser rötlich-lilanen Kurve, da stagniert eigentlich der Wert auf für China relativ niedrigem Niveau. Die Mai-Umfrage hat allerdings enttäuscht. Das heißt, im Moment trotz aller Stimulierungsmaßnahmen in China eher noch ein leichter Abwärtstrend. Vielleicht kommen wir kurz hier auf die Gründe für den Abschwung zu sprechen. Wir sehen vor allem 5 Gründe für diese geringere Konjunkturdynamik. Zum einen die global steigende Verunsicherung wegen der großen Handelskonflikte, die vor allem von den USA geschürt werden, insbesondere mit China und schwelend aber auch mit der EU. Grund 2 ist sicherlich die ausgelaufene Sonderkonjunktur in den USA, die aus der Steuerreform der Regierung Trump Ende 2017 resultierte. Grund Nummer 3 ist eine Abkühlung in China, die zum Teil auch erwünscht ist durch einen Strukturwandel. Im Fokus der Regierung steht derzeit mehr die Binnenkonjunktur und das Dienstleistungsgeschäft. Und das exportlastige Industriegeschäft soll eigentlich relativ an Bedeutung verlieren. Dann haben wir noch einen vierten Grund identifiziert, nämlich die Turbulenzen in Europa, die politischen rund um den Brexit, der ja ein immer noch ungelöstes Problem darstellt. Und Grund Nummer 5, sicherlich historisch gesehen immer von hoher Bedeutung, sind steigende Zinsen. Wenn man in den USA guckt, in den nächsten Jahren, sieht man hier die rote Kurve am Ende. Seit Ende 2015 hat die Fed in den USA die Zinsen in mehreren Stufen erhöht, insgesamt um 2,25 Prozentpunkte. Und damit ja, eine deutliche Trendwende eingeleitet und sich auch von der EZB in Europa abgesetzt, die das Zinsniveau immer noch bei Null gehalten hat.
Warum haben wir dieses Kapitel trotzdem Zinsen im Sinkflug betitelt? Das hängt nicht mit den Leitzinsen zusammen, sondern mit den Marktzinsen, die sich letztendlich im freien Spiel der Märkte bilden. Und da sieht man dann, kann man insbesondere die Entwicklung von Staatsanleihen in den Blick nehmen. Haben wir zu diesem Zweck einmal die Zinsstrukturkurve in den USA abgebildet. Das ist die Relation der Zinsen von kurzfristigen Staatsanleihen. Hier links sehen wir die zweijährigen bis hin zu langfristigen Staatsanleihen. Das sind 30-jährige. Hier sehen wir in der blauen Kurve, dass Ende Dezember 2016 die Zinsstrukturkurve noch sehr steil war. Das heißt, die langfristigen Marktzinsen waren deutlich höher als die kurzfristigen. Dann bis Ende 2018 ist die Kurve immer flacher geworden. Und das heißt, dass sich die Anhebung der Leitzinsen durch die Fed nur am kurzen Ende mit Zinserhöhungen wiedergespiegelt haben, während die langfristigen Zinsen nahezu auf dem Niveau verharrt sind. Und in den letzten Monaten, man sieht es hier in der Entwicklung von der gelben zur roten zur grünen Kurve, ist die Zinskurve im Trend gesunken. Das heißt, das Zinsniveau am Markt nimmt immer weiter ab. Und das spiegelt letztendlich normalerweise sinkende Wachstumserwartungen der Anleger wider. Dazu passt auch die Entwicklung in Deutschland. Die Rendite von 10-jährigen deutschen Anleihen aufgeführt. Die hatte sich bis Anfang 2018 noch deutlich erhöht auf damals wieder 0,7% und ist seitdem stark zurückgegangen auf den zuletzt markierten Rekord, auf das zuletzt markierte Rekordminus von minus 0,2%. Auch diese Entwicklung zeigt in der Regel deutlich zurückgehende Wachstumserwartungen am Markt. Auch hier kann man ja eine starke Korrelation erkennen zum DAX beispielsweise. Der war ja auch Anfang 2018 bei deutlich über 13.000 Punkten auf seinem All-Time-High, ne? Genau so ist es. So ist es. Das wird jetzt auch genau das nächste Kapitel sein. Kommen wir nämlich zur technischen Lage der Indizes. In der Tat hat der DAX genau in dem Moment, wo sich die Rendite am stärksten erholt hatte, seinen Peak-Kurs gesetzt und wir sehen hier blau, das ist ein Abwärtstrend seit Anfang 2018 und er hat letztendlich eine große Umkehrformation in Form einer Schulter-Kopf-Schulter, also SKS, ausgebildet, die formell im vierten Quartal letzten Jahres abgeschlossen wurde, als die sogenannte Nackenlinie, kurz unter 12.000 Punkten, also diese Basislinie der Tiefs, als die durchbrochen wurde. Damit war noch nicht aller Tage Abend, denn die Entwicklung des DAX seit Anfang 2019 im Blick, konnte sich der DAX dann wieder deutlich erholen. Das kann man aber noch als Gegenbewegung auf den vorherigen Verfall sehen. In den letzten 2 Monaten hat der DAX dann auch eine kurzfristige Schulter-Kopf-Schulter ausgebildet. Und interessanterweise liegt die Basislinie oder die Nackenlinie fast genau auf dem Niveau, wo sie auch bei der langfristigen Schulter-Kopf-Schulter liegt. Daraus kann man schließen, dass die Kursregion zwischen 11.700 und 12.000 Punkten für den DAX immens wichtig ist. Und wir haben es jetzt in dieser Woche, vor allem gestern gesehen. Der DAX ist gerade kräftig, also der war kurz unter diese Linien, durch diese Linien gebrochen und ist dann kräftig nach oben abgeprallt. Damit im Übrigen auch von der blau markierten 200-Tage-Linie nach unten abgeprallt. Das heißt, ich sag mal, ein charttechnisches Desaster wurde gerade erst einmal abgewendet. Werfen wir einen Blick nach Übersee zu vielleicht den US-Leitindizes, die sicherlich weltweit von großer Bedeutung sind. Dow Jones Index in den USA sieht es jetzt nicht viel besser aus. Dieser hat den mittelfristigen Aufwärtstrend, schwarz markiert, im letzten Jahr gebrochen. Sogar ein Triple Top ausgebildet mit dem dritten Top in diesem Jahr.
und hat danach relativ deutlich korrigiert und auch die 200-Tage-Linie zuletzt gebrochen. Allerdings ist der langfristige Aufwärtstrend beim Dow Jones, grün eingezeichnet, noch intakt. Damit unterscheidet sich von der Nasdaq 100. Die hat nämlich zuletzt sowohl die 200-Tage-Linie mit der blau eingezeichnet, als auch den langfristigen Aufwärtstrend zumindest vorerst gebrochen. Das war auch 2018 passiert, ist dann aber korrigiert worden. Mit der jüngsten Korrektur hat die Nasdaq 100 allerdings ein schönes Doppeltop auch ausgebildet. Nichtsdestotrotz, die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos, kann man so schön sagen. Das wird auch deutlich, wenn man die Auswirkungen der Börsenentwicklung auf das Sentiment der Anleger sieht. Denn die Stimmung der Anleger ist doch schon sehr verhalten. Wir haben uns hier einmal die Umfrage der Association of Individuals herausgepickt. Und da sieht man in den letzten Wochen hier an der roten Linie einen deutlichen Zuwachs im Bärenlager. Das heißt, mittlerweile sind 40% der Anleger pessimistisch gestimmt zur weiteren Entwicklung. Das ist noch nicht ganz so viel, wie das zur Jahreswende mit dem lokalen Hoch der Fall war, aber es ist in der historischen Durchschnittsbetrachtung schon ein relativ hoher Wert. Ein größerer Teil der Anleger hier gelb eingezeichnet, neutral gestimmt. Und das Bärenlager ist zuletzt mit knapp 25% doch auf ein signifikantes lokales Tief gefallen. Entschuldigung, das Bullenlager, nicht Bärenlager, der Anteil der Bullen ist mit zuletzt 25% auf ein lokales Tief gefallen. Das zeigt, dass die Anleger insgesamt schon eher pessimistisch gestimmt sind. Insofern hat mich das Ergebnis der Umfrage am Anfang auch schon ein Stück überrascht. Denn für Deutschland lässt sich das auch bestätigen. Wir haben uns hier mal den da zeigt sich hier in den gelben Balken, dass die Privatanleger seit bereits 4 Wochen in der Mehrheit bearish gestimmt sind. Und auch die institutionellen Anleger, den Graphen haben wir jetzt hier nicht abgetragen, waren jetzt zuletzt auch deutlich negativ gestimmt. Warum ist das eigentlich positiv für die Börse? Das Sentiment gilt eigentlich als Kontraindikator, denn wer pessimistisch zur Zukunft ist, hat seine Aktien in der Regel schon verkauft oder hat das, was er flexibel disponiert, also den Anteil, den er in Abhängigkeit von der Markteinschätzung hält, bereits veräußert. Und wenn der Index dann oder wenn die Indizes dann überraschend nach oben drehen, kommt gerade diese Gruppe wieder als Nachkäufer in Frage. Wenn hingegen viele Anleger optimistisch sind, dann kann man davon ausgehen, dass diese relativ große Gruppe auch alle ihre Kaufziele schon umgesetzt hat. Damit haben wir aus unserer Sicht die relevantesten Bereiche für den Markt einmal beleuchtet und kommen damit zu unserem Fazit. Die konjunkturelle Entwicklung war zuletzt noch, was das Wachstum angeht, in Ordnung, aber der Abwärtstrend der Industrie ist bedenklich. In der Industrie sind oder Bereiche der Industrie befinden sich sicherlich schon im Rezessionsmodus. Das gilt aber nicht für die Gesamtwirtschaft. Für die wird im Moment die Rezessionswahrscheinlichkeit noch als nicht hoch eingestuft, weil insbesondere die Dienstleistungsbranche sich im Moment auch aufgrund einer hohen Beschäftigung in den wichtigsten Ländern als relativ robust präsentiert. Die Börsen wackeln ein bisschen mit dieser Konjunkturunsicherheit. Aber es ist durchaus möglich, dass sich die jüngste Korrektur als Bärenfalle entpuppt und der Markt letztendlich nach oben herausgeht. Ein wichtiges Indiz dafür ist aus unserer Sicht in jedem Fall das schon das dargestellte relativ skeptische Sentiment. Zentral für die weitere Entwicklung stufen wir allerdings die politischen Weichenstellungen ein und hier insbesondere die großen Handelskonflikte und den Brexit.
Im Moment zeichnen sich jetzt, guckt man auf USA und China, potenziell auf USA und EU, sowie auf den Brexit, zeichnet sich keine Entspannung ab. Damit könnte da tatsächlich, sagen wir mal, das negative Szenario eintreten. Allerdings würden wir sagen, Stand jetzt wäre eine positive Entwicklung, etwa jetzt doch noch ein Deal zwischen den USA und China oder zwischen der EU und Großbritannien, durchaus eine positive Überraschung, die zu steigenden Kursen führen sollte. Als zweiten Faktor für einen positiven Impuls sehen wir die Konjunkturstimulierung in China, die durchaus im zweiten Halbjahr größere Erfolge zeigen könnte, was die Industriekonjunktur global wieder nach oben drehen lassen könnte. Ein dritter Faktor für eine positive Überraschung hat sich jetzt in den letzten 2 Tagen angedeutet. Die australische Notenbank hat es mit einer ersten Zinssenkung vorgemacht. Die Zentralbanken könnten angesichts der Konjunkturrisiken umdenken. Und insbesondere die Fed in der USA scheint ernsthaft über eine erste Zinssenkung nachzudenken. So zumindest die jüngsten Äußerungen, die jetzt auch den Kursanstieg insbesondere gestern verursacht haben. Daher als Gesamtfazit, im Moment ist kann man oder ist das Setzen auf eine schnelle Trendwende sicher noch Spekulation. Es ist aber aus unserer Sicht durchaus möglich, trotz aller Risiken. So der Markt jetzt kurzfristig das Tief noch nicht gesehen hat, halten wir es aufgrund des Sentiments für nicht unwahrscheinlich, dass in den nächsten 1 bis 4 Wochen ein Tief markiert wird, das dann eine gute Einstiegsgelegenheit darstellen könnte. Soweit zu unserem Marktcheck. Volker, noch eine Frage dazu aufgetaucht oder? Ja, also zunächst mal freue ich mich natürlich, dass es sich bei unseren Teilnehmern offensichtlich um ein sehr informiertes Publikum handelt, die auch ja, konträr zum Markt denken und bei schlechter Stimmung eher an Kaufchancen denken. Es kommt hier tatsächlich die Frage, inwiefern sich das auswirkt, dieses Marktsentiment oder eure Einschätzung auf euer Verhalten selbst. Jetzt beispielsweise in euer Musterdepot, fragt der Dieter. Wie hoch ist denn beispielsweise der Cashbestand jetzt bei euch im Musterdepot, fragt der Dieter Schrat. Ja, also wir sind, wenn man, also wir beobachten all diese Indikatoren gemeinsam. Das heißt also, das Sentiment spielt eine Rolle, ist aber jetzt nicht allein entscheidend, sondern konjunkturelle Frühindikatoren, Markttechnik, etc. spielen in unsere Makrobeurteilung, spielen alle eine Rolle und führen dann letztendlich, wie hier im Webinar dargestellt, zum Gesamturteil. Wir sind im Value Stars Deutschland Index in das Jahr mit quasi fast voll investiert gestartet mit roundabout, glaube ich, 3% Cashquote. Haben im ersten Rallye-Schub bis Mitte Februar Liquidität aufgebaut, danach nochmal selektiv investiert und im April wiederum nochmal deutlich Cash aufgebaut, sodass wir im Mai bei ungefähr einer Cashquote von 25% waren, was für uns eher viel ist. Und jetzt schauen wir uns tendenziell wieder nach interessanten Einzelstories um, ohne allerdings schon, sagen wir mal, den großen Cash-Abbau zu machen. Das heißt, ihr beobachtet permanent die Entwicklung und entscheidet dann, ob der Cash-Anteil erhöht oder gegebenenfalls auch reduziert wird. Genau, also Timing spielt immer auch eine Rolle, ist bei uns aber klar nachrangig, weil, wie man jetzt hier in unserem Favoritenteil sehen wird, wir gerade im schwierigen Umfeld für Stockpicking plädieren. Man sollte sich also nicht in erster Linie vom Gesamtmarkt und der Gesamtkonjunktur steuern lassen, sondern nach starken Einzelstories suchen, die auch unabhängig davon eine Chance auf eine starke Performance haben. In diesem Zusammenhang gleich ein kurzer Rückblick auf unsere Jahresfavoriten, wie die sich bisher entwickelt haben. Und dann der versprochene Ausblick auf 5 Favoriten für das zweite Halbjahr.
zur Performance unserer Favoriten. Wir haben hier 10 Small Caps rausgepickt, die wir Anfang des Jahres empfohlen haben, nachzulesen im Anlegerbrief in der Ausgabe 1 2019 auf unserer Seite www.anlegerbrief.com. Diese 10 Small Caps haben jetzt die Rallye sehr schön mitgenommen. Man sieht, dass der DAX bei 13,8% liegt im Schnitt. Nur eine einzige Empfehlung, also alle Empfehlungen haben Plus gemacht, nur eine, nämlich PSI Software, hat mit 9,6% darunter gelegen und die Spitzentitel haben 50 bis 80% gemacht. Alles stand per Ende Mai. Der eine oder andere fragt sich vielleicht, warum sich das jetzt nicht so eins zu eins auch im Index abbildet, der ja auch, der zwar den DAX outperformt hat, aber jetzt nicht diese Durchschnittsperformance der Empfehlung hingelegt hat. Das liegt einfach daran, dass der Index deutlich breiter aufgestellt ist mit 20 bis 30 Werten und dort eine längerfristige Buy-and-Hold-Strategie verfolgt wird. Das heißt, es werden auch mal Aktien, die vielleicht sogar 1 oder 2 Jahre Performancepause haben, durchaus weitergehalten, wenn die Perspektiven stimmen. Und das hat sich letztendlich in diesem langfristigen Track-Record seit 2013 oder im Musterdepot schon seit 1999, hat sich das immer wieder ausgezahlt, weil dann immer wieder Phasen kommen, wo gerade die Dauerläufer das Depot tragen. Sixt habt ihr schon lange im Musterdepot, ne? SIXT haben wir schon sehr lange, genau, also schon über 10 Jahre. Und wir haben den Titel immer wieder empfohlen und wir werden ihn auch gleich wieder empfehlen. Zu unseren Einzelempfehlungen komme ich jetzt. Wir haben das in 3 Kategorien eingeteilt, nämlich 2 Dauerbrenner, die eigentlich immer gut gelaufen sind, mit kurzen Pausen. Einen konservativen Titel, der besonders geeignet ist für Konjunkturskeptiker mit einem geringen Risikoprofil. Und 2 spekulative Titel, die ein sehr ausgeprägter, also die hohe Chancen haben, aber insgesamt natürlich ein ausgeprägtes Chance-Risikoprofil. Ja, kommen wir jetzt zu unserem Dauerbrenner, einer unserer Lieblinge, der Autovermieter Sixt. Man sieht sehr schön am Chart hier, wir haben ihn mehrfach empfohlen und es hat sich eigentlich immer gelohnt. Das Unternehmen hat sich hervorragend entwickelt, ist mittlerweile mit 35% Anteil Marktführer in Deutschland, liegt auch in Europa auf Nummer 1 mit 16%. Und sehr interessant, noch vor 3 Jahren war Sixt in Europa nur die Nummer 4 mit 11%. Also eine starke Outperformance im operativen Geschäft. Nicht nur in Europa, sondern das Unternehmen expandiert. Das ist ein interessanter Teil der Story. Sehr erfolgreich in den USA. Hat dort bislang fast 60 Vermietstationen eröffnet und erwirtschaftet oder hat in 2018 bereits 17% der Erlöse in den USA erwirtschaftet. Zugleich ist Sixt auch ein Vorreiter bei modernen Mobilitätslösungen, insbesondere mit der digitalen Plattform Sixt One, die Autovermietung, das Carsharing und Fahrdienste in einer Plattform vereinigt. Und Sixt kann dabei auf die gesamte Mietwagenflotte von 240.000 Fahrzeugen zurückgreifen, auf Angebote von 1.500 Partnern und insgesamt 1 Million Fahrern. Diese digitale Plattform verspricht mittel- bis langfristig erhebliche Wachstumsimpulse. Wir haben uns dazu mal eine Studie rausgepickt von Inside Partners, die prognostizieren, dass diese Mobility as a Service Angebote bis zum Jahr 2025 jährlich global um 34% per annum die Erlöse steigern sollten. Also ein enormer Wachstumsschub in diesem Bereich, den Sixt mit einer aussichtsreichen Lösung adressiert. Kurz- und mittelfristig dürften allerdings die USA noch spannender sein. Trotz der bisherigen Erfolge liegt der Marktanteil von Sixt erst bei 1,25% in den USA. Die großen 3, Enterprise, Avis und Hertz, liegen hingegen bei kumuliert rund 70%.
Wenn man jetzt den erfolgreichen Marktanteilsgewinn in der ersten Phase der Expansion und als Vergleich auch in Europa sieht, dann kann man sich vorstellen, dass in den USA noch erhebliche Wachstumsfantasie besteht. Erich Six sieht langfristig Potenzial für 1000 Vermietstationen gegenüber den knapp 60, die aktuell bestehen. Allerdings muss Sixt auch investieren dafür. Anlaufverluste von neuen Vermietstationen, höhere Marketingausgaben und insbesondere Investitionen in die Digitalplattformen belasten in diesem Jahr zunächst den Gewinn, der im ersten Quartal nur stagniert hat. Und wir rechnen eigentlich auch damit, dass er im zweiten und dritten Quartal eher stagnieren wird. Zugleich wächst Sixt aber stark mit 10 bis 15%, was letztendlich das Potenzial für wieder steigende Gewinne ab circa dem vierten Quartal darstellen sollte. Und da die Aktie mit einem KGV von 12 bei den Vorzügen beziehungsweise 17 bei den Stämmen immer noch vergleichsweise günstig ist, gehen wir davon aus, dass diese Gewinndelle eine gute neue Einstiegschance eröffnet. Vielleicht wird die Aktie zunächst noch in den nächsten Wochen noch weiter konsolidieren, aber im weiteren Jahresverlauf könnte das dann eine aussichtsreiche Einstiegsgelegenheit sein, die sich noch in diesem Jahr auszahlt. Das größte Risiko bei Sixt sehen wir darin, dass die Gewinndelle noch aufgrund hoher Investitionen noch länger anhält als von uns im Moment erwartet. Das würde die Aktie dann sicherlich weiter bremsen. Ist das Papier auch bei euch im Value Stars Index drin? Genau, der Chart im Value Stars Index drin und schon immer ein Schwergewicht und auch ein Teil unserer guten Performance sicherlich. Hier nochmal kurz Schwergewicht der Blick auf heißt, die Aktie. Wir wie hoch sehen, ist der man, langen wer hat es dann gewichtet bei euch? Schwergewichte liegen bei uns so zwischen 5 und 10% in der Regel. Genau, hier sehen wir nochmal den Chart. Also in der Tat hat Six jetzt den langfristigen Aufwärtstrend erstmal gebrochen, was für eine höhere Konsolidierungswahrscheinlichkeit spricht. Aber wir gehen davon aus, dass dass die Aktie letztendlich wieder nach oben ziehen wird, sobald die Gewinne wieder deutlich wachsen. Unseren zweiten Dauerbrenner habe ich auch schon angesprochen, Nabaltec, im Moment sicherlich einer unserer absoluten Top-Favoriten. Zwar schon gut gelaufen in den letzten Monaten, aber immer noch mit hervorragenden Perspektiven, was an mehreren Sonderfaktoren liegt. Es handelt sich bei Nabaltec um einen Spezialchemiehersteller mit Fokus auf der Herstellung von Feinsthydroxiden auf Aluminiumbasis, die unter anderem für den Flammschutz in Kabel eingesetzt werden. Nabaltec ist in mehreren Nischen aktiv und dort jeweils Weltmarktführer oder unter den Top 3. Man sieht hier sehr schön im Chart, im Jahr 2016 hat die Aktie mal eine längere, oder ab dem Jahr 2016 hat die Aktie eine längere Pause eingelegt. Warum? Im Jahr 2016 ist der Partner für das US-Joint Venture, Nashtec, insolvent gegangen. Daraufhin musste die US-Tochter die Produktion einstellen. Nabaltec hat im Nachgang die Anteile komplett erworben, also von 50 auf 100% aufgestockt, das Unternehmen neu aufgestellt und Ende 2018 die Produktion mit erweiterten Kapazitäten neu gestartet. Da liegt noch ein erhebliches Aufholpotenzial, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Als zweiten wichtigen Treiber hat das Unternehmen ein wachsendes Spezialitätengeschäft, also Produkte, die letztendlich Feinsthydroxide noch veredeln. Und im Moment besonders im Blickpunkt ist da der Stoff Bömit. Das ist ein Aluminiumoxidhydroxid, was als Füllstoff eingesetzt wird, unter anderem für die Produktion von Lithium-Ionen-Akkus. Und gerade durch den wachsenden Markt der E-Mobilität
besteht hier eine hohe Nachfrage, weswegen das Unternehmen die Kapazitäten deutlich aufstockt. Unter anderem wird im Laufe diesen Jahres, also im zweiten Halbjahr, eine neue Spezialitätenfabrik in den USA eröffnet. Und die BÖMIT-Kapazitäten damit potenziell verdoppelt. Darüber hinaus bestehen jetzt durch das Wiederanlaufen der US-Tochter Nashtec, also durch deren Produktion, erheblich mehr Kapazitäten. Nashtec wird jetzt schon im laufenden zweiten Quartal die Kunden in den USA, die übergangsweise aus Deutschland beliefert wurden, wieder vollständig selbst beliefern und damit bestehen in Deutschland zusätzliche Kapazitäten, die dank einer intakten Nachfrage auch erfüllt werden können. Damit hat die Aktie im Moment oder das Unternehmen wie die Aktie im Moment mehrere Wachstumstreiber. Durch dieses Spezialitätengeschäft und Nashtec und vor allem die deutliche Kapazitätsausweitung Sonderfaktoren, die das Wachstum beschleunigen und bei einer steigenden Kapazitätsauslastung auch weitere Margenverbesserungen bedingen. Das spiegelt sich auch sehr schön im Kurs wider, der also weiterhin folgt, zuletzt deutlich auf ein neues All-Time-High ausgebrochen ist und sich auch von der Marktkonsolidierung nicht hat aus der Ruhe bringen lassen. Wir sehen hier bei der Aktie schwache Tage als Einstiegsgelegenheiten. Natürlich auch nicht ganz ohne Risiko. Der Risikofaktor bei Nevaltec ist sicherlich, dass die globale Konjunkturabschwächung sich noch verstärkt, was auch nicht auszuschließen ist. Und das Spezialchemiegeschäft ist in Teilen sicherlich sehr konjunktursensibel. Du sprichst es gerade an, Holger. Solche Unternehmen bringen natürlich auch ein gewisses Maß an Risikobereitschaft mit, beziehungsweise der Anleger muss ein gewisses Maß an Risikobereitschaft mitbringen. Gerade wenn es jetzt um so Spezialchemiehersteller geht, ist es für viele Anleger natürlich auch schwierig, das Geschäft zu verfolgen und zu verstehen. Würdest du das dem Anleger dann uneingeschränkt empfehlen? Weil man muss ja doch immer am Ball bleiben. Oder sollte man nicht besser ja beispielsweise in euren Zertifikat investieren oder muss man letztendlich den Anlegerbrief lesen, um immer am Ball zu bleiben? Tja, also letzteres ist natürlich auf jeden Fall empfehlenswert, wenn man Einzeltitel aus die, sagen wir mal, jetzt, wo man sich sehr intensiv drum kümmern muss, das auf jeden Fall, sagen wir mal, durch einen Dritt- oder durch einen Analysten, durch eine Analystenstimme noch mit abzudecken oder die noch zu nutzen. Generell kann man solche Titel kaufen, aus meiner Sicht, mit zwei wichtigen Voraussetzungen. A, man muss deutlich diversifizieren, also in diesem Bereich der Nebenwerte nie alles auf eine Karte setzen, sondern immer ein breites Portfolio schaffen, weil bei kleinen Unternehmen natürlich, wenn die ein größeres Problem haben, die sind halt nicht so wie VW, die sogar den Dieselskandal verkraften können, sondern kleine Unternehmen können dann durchaus auch mal in die Knie gehen, so dass man immer auf ein breites Portfolio schaffen sollte. Und B, man muss bei diesen Titeln wirklich ganz genau dabei bleiben. Wie gesagt, zusätzlich vielleicht Drittstimmen wie den Anlegerbrief lesen, genau die Nachrichten verfolgen. Wenn einem beides nicht möglich ist, dann kauft man tatsächlich besser einen Index, einen Nebenwerteindex wie unseren Value Stars, würde ich zumindest aus unserer Sicht so sagen. Wie stark ist diese Aktie jetzt bei euch im Index gewichtet? Auch ein Schwergewicht mit zwischen 5% und 10%. Okay. Gut, kommen wir zum weiteren Schwergewicht, allerdings eher konservativer Natur. Das ist der konservative Wert, den wir für Sie rausgepickt haben. Nämlich die Aktie von 7C Solarparken. Das 7C Solarparken ist ein Betreiber eines Solarpark-Portfolios, was in den letzten Jahren aufgebaut wurde und mittlerweile rund 100 oder Solaranlagen mit rund 170 Megawatt installierter Leistung umfasst. Das Portfolio wird kontinuierlich weiter ausgebaut und soll schon Ende 2020
bei 220 Megawatt liegen. Das Schöne an diesem Portfolio ist, dass durch garantierte Einspeisevergütungen, dass die meisten Anlagen liegen in Deutschland, die Preise für den erzeugten Strom im Schnitt des Portfolios noch für deutlich mehr als 10 Jahre abgesichert sind. Dadurch gibt es sehr gut kalkulierbare Cashflows, die letztendlich im Wesentlichen von der technischen Verfügbarkeit der Anlagen abhängen, die aber bei einer guten Betreuung hoch ist, und von der Sonneneinstrahlung, an der man natürlich nichts machen kann, aber die sich ja im Trend der letzten Jahre auch eher positiv entwickelt. Hinzu kommt bei Solarparken ein ausgesprochen starkes Management. Seit dem Reverse Takeover im Jahr 2014 von Colexon, womit 7C den Börsengang vollzogen hat, hat das Management sämtliche Prognosen entweder eingehalten oder übertroffen und den Portfolioaufbau stark mit wertsteigernden Zukäufen vorangetrieben. Es wurden sehr viele Anlagen mit Optimierungspotenzial erworben und deren Performance dann durch eigene operative Aktivitäten dann tatsächlich auch deutlich verbessert, was sich auch letztendlich in der positiven Kursentwicklung der Aktie widerspiegelt. Das Wachstum bei dem Unternehmen hat einen charmanten Nebeneffekt, und zwar führt das zu einem überproportionalen Wertzuwachs. Warum? Weil der ein Megawatt Produktionsleistung in einem größeren Portfolio umso höher bewertet wird. Denn mit der breiteren Streuung des Portfolios sinkt das Risiko, dass die Cashflows oder gleichen sich die Cashflow-Abweichungen von einzelnen Anlagen immer stärker aus. Das nennt man dann einen positiven Diversifikationseffekt. Und durch diese geringere, dadurch schwanken die Cashflows im Zeitablauf weniger. Und das wird am Markt durch eine höhere Bewertung belohnt. Das zeigt letztendlich auch, oder das ist ein Treiber des Aktienkurses, dass mit weiterem Wachstum der Wert des Portfolios überproportional steigt. In diese Richtung zielt auch die Ausweitung der Aktivitäten des Managements. Aktuell wird auch ein Windkraftbestand aufgebaut, weil bis zu 10% Windkraftanteil am Portfolio diese Schwankung der Cashflows weiter reduziert. Außerdem wird nun auf Basis des großen eigenen Bestands auch die Bestandsführung für Dritte verstärkt angeboten, um stabile Einnahmen aus Dienstleistungen zu erzielen. Bis zum Jahr 2025 soll das Portfolio so, also mit Eigenbestand und Anlagen von Dritten, auf 500 Megawatt ansteigen. Gegenüber rund 170 Megawatt aktuell. Und wie gesagt, also die Wachstumsprognosen hat das Management in den letzten Jahren alle erfüllen können. Deswegen liegt die Aktie auch nah am All-Time-High, das in den letzten Wochen markiert wurde. Ganz wichtig, das Unternehmen hat kein Konjunkturrisiko. Also die Einnahmen hängen wirklich im Wesentlichen von der Sonneneinstrahlung ab. Bei meiner Tante wurde so lange gelegen, dass über das Loch im Darm konnten auch Keime im Grunde aus dem Darm. Entschuldigung, da hat irgendeiner gerade reingeredet. Ich konnte schon unterbinden. Konnte schon beheben, ja. Okay, nochmal. Trotz dieses Einwurfs hat das Unternehmen also kein, wenn es einen Abschwung gibt, einen fortgesetzten Abschwung, hat das keinen Einfluss auf die Einnahmen. Das größte Risiko bei 7C Solarparken ist hingegen ein deutlicher Zinsanstieg. Wenn die Zinsen in Europa stark steigen würden, wird zum einen die Opportunität für die Rendite aus den Solarparks zunehmen und zum anderen wäre das weitere Wachstum über Fremdkapital deutlich teurer. Allerdings ist ein Zinsanstieg in Europa aufgrund der aktuellen Konjunkturentwicklung derzeit nicht absehbar. Insofern ist das Risiko im Moment wirklich nicht sehr akut. Wir würden bei 7C Solarparken schwache Tage
für einen sukzessiven Positionsaufbau nutzen, beziehungsweise im Value Stars Deutschland Index haben wir das natürlich bereits gemacht. So, verlassen wir den konservativen Wert und kommen auf den spekulativen Wert oder auf die beiden spekulativen Werte. Als erstes davon das Healthcare-Unternehmen Codon. Der Chart sieht gar nicht gut aus. Das gibt schon, der sieht gar nicht gut aus. Das ist halt ein eher spekulativer Wert, wo wir auch, den wir auch erst seit jüngerer Zeit auf der Investitionsliste haben. Ich komme noch darauf zu sprechen, warum der Chart so aussieht, wie er aussieht. Man hätte den auch längerfristiger zeigen können. Auch da hätte er nicht besonders gut ausgesehen. Das Unternehmen gibt es schon relativ lange an der Börse, auch mit seinem innovativen Ansatz. Der Kern des Geschäfts ist die Reparatur von Knorpelschäden mit körpereigenen Zellen. Dieser Ansatz ist, den gibt es schon seit einiger Zeit, er ist aber nach wie vor sehr innovativ. Und der große Durchbruch ist dem Unternehmen bislang damit nicht gelungen. Warum? Das liegt mit Sicherheit zu einem großen Teil daran, dass der Medizinmarkt sehr konservativ ist und dass sich neue Therapien erst sehr langsam durchsetzen, bis sie dann auch in den Ministerien und bei den Krankenkassen entsprechend Anerkennung gefunden haben. Dem Unternehmen ist es trotz, ich weiß es gar nicht genau, aber für mehr als 15 Jahren Börsenpräsenz erst im Juli 2017 die europaweite Zulassung für ihr verbessertes Kernprodukt Sphyrox gelungen. Zuvor war das Unternehmen vor allem in Deutschland mit einer deutlich eingeschränkteren Genehmigung aktiv. Auf Basis aber dieser europaweiten Zulassung im Juli 2017 wurde der Vertrieb im Nachgang stark intensiviert. Das Unternehmen ist inzwischen mit Töchtern in Großbritannien, Niederlanden und der Schweiz vertreten und hat Vertriebsabkommen für Österreich und Frankreich auf den Weg gebracht und für das Vorgängerprodukt auch noch für den russischen Markt. Warum sehen wir hier große Chancen, obwohl bisher der Durchbruch nicht gelungen ist? Die Methode hat erhebliche Vorteile. Sie ist also minimal invasiv, das heißt, es ist nur ein kleiner punktueller Eingriff, zum Beispiel am Knie, also das Sphyrox, das Kernprodukt ist fürs Knie. Und damit ist das erheblich schonender als der Einsatz einer Prothese. Und wenn das bei einem Knorpelschaden frühzeitig angewendet wird und der Schaden noch nicht groß ist, kann damit der Einsatz einer Prothese im Minimum deutlich verzögert und vielleicht sogar ganz verhindert werden. Das wiederum erkennen nun zunehmend auch die Krankenkassen. Für dieses Produkt Sphyrox hat Codon in jüngster Zeit sehr positive Erstattungsbescheide bekommen, sowohl in Großbritannien als auch in den Niederlanden, mit einer Erstattung von mehr als 10.000 Euro pro Anwendung. Das zeigt die Wertschätzung. Also der Einsatz von Prothesen ist sehr teuer und kann halt auch große Folgekosten verursachen, insbesondere wenn es Komplikationen gibt. Und das honorieren jetzt die Kassen, indem sie diese innovative Therapie endlich, muss man sagen, vernünftig entlohnen. Auf der Basis, also auf Basis der Zulassung, des ausgebauten Vertriebs und der positiven Erstattungsbescheide, rechnen wir mit einem dynamisch anziehenden Absatz. Das Unternehmen im Übrigen auch. Das hat deswegen in den letzten 2 Jahren 10 Millionen Euro in eine neue Fabrik in Leipzig investiert, die aktuell in der abschließenden Validierung ist. Und mit dem Produktionsstart wird das Unternehmen die Kapazitäten für die Knorpelzüchtung mehr als verdoppelt haben. Die Umstellung auf dieses neue Produkt Sphyrox hat allerdings das Deutschlandgeschäft im Jahr 2018 belastet. Zunächst war nämlich hierzulande die Erstattung unklar. Und das sieht man dann auch Trend im letzten Jahr begleitet, nachdem zuvor die europaweite Zulassung für eine positive Kursentwicklung gesorgt hatte. Wir sehen aber in den letzten Monaten eine Bodenbildung
ansatzweise mit einer umgedrehten Schulter-Kopf-Schulter. Und im Moment versucht das Unternehmen diesen mittelfristigen oder versucht die Aktie den mittelfristigen Abwärtstrend zu verlassen. Nach wie vor ist ein Investment risikoreich. Das Risiko ist, dass trotz allem die Marktdurchdringung nicht in dem anvisierten Tempo gelingt, aufgrund der üblichen Widerstände im Medizinmarkt. Wir erwarten allerdings einen positiven Newsflow von dem Unternehmen. Das Management hat unter anderem auch einen möglichen Partnerdeal für die USA in Aussicht gestellt. Auch das könnte die Aktie beflügeln und letztendlich dazu führen, dass der Abwärtstrend endlich geknackt wird. Wir sehen also nach dieser erfolgten Bodenbildung es als Investmentmöglichkeit an, hier sukzessive, insbesondere zu schwachen Phasen, eine Position aufzubauen. Der zweite spekulative Wert von uns und damit auch der letzte unserer Favoriten ist GAGTEC. Der Chart sieht ähnlich wenig erbaulich aus, mit einem Abwärtstrend letztendlich über die letzten 1,5 Jahre. Trotzdem hat das Unternehmen ein sehr innovatives Produkt, nämlich sogenannte Vakuum-Isolationspaneele. Das ist letztendlich ein Modul. Ganz kurz unterbrechen, weil hier doch einige Fragen jetzt noch zum Unternehmen gekommen sind. Ist das Unternehmen Jawohl, schon der zu Codan. Gewinnzone? Ja, genau. Also eine Frage lautet zum Beispiel, ist das Unternehmen schon in der Gewinnzone? Wenn nicht, wer finanziert die Entwicklungskosten? Das ist eine Frage von Herbert, weil es doch relativ spekulativ ist. Es gibt ja bei euch auch die Möglichkeit, sich in den Newsletter einzutragen, der jetzt kostenfrei ist, wo ihr immer über das Valuestars-Zertifikat informiert und wo dann auch eben kommentiert wird, wenn es aktuelle Entwicklungen zu den Papieren gibt. Ich würde den Link zu dem Newsletter auch einfach mal in den Chat reinschreiben. Dann kann derjenige, der sich jetzt für die Einzelaktien interessiert, auch einfach eintragen. Und da geht, glaube ich, einmal im Monat bei euch ein Newsletter raus, ne? Genau, da gibt es auch Informationen zu unseren Investments. Das ist jetzt bei weitem nicht so umfangreich und detailliert wie im Anlegerbrief. Aber wer ein bisschen auf dem Laufenden bleiben will, kann in der Tat gerade diesen Newsletter nutzen. Da gibt es zumindest einen groben Überblick zur Indexentwicklung, zur Marktentwicklung und zu letztendlich den spektakuläreren News aus den Investments. Genau, dafür kann man den nutzen. Nochmal Bezug auf Codon. Das Unternehmen ist deutlich negativ noch. Also die Einnahmen reichen bei weitem noch nicht, um die Kosten zu decken. Aber es hat einen relativ komfortablen Liquiditätsbestand von, ich müsste jetzt lügen, irgendwas knapp über 20 Millionen Euro aktuell. Und das Management sieht sich damit bis zum Cash Break-Even durchfinanziert. Okay. Zum fünften Wert, ebenfalls spekulativ, Vacutech. Ich war eben bei den Vakuum-Isolationspaneelen stehen geblieben. Diese dienen zur Wärmeisolierung und sind nach Unternehmensangaben im Schnitt etwa 10-mal so effizient wie Standardmaterialien, etwa Glaswolle oder Schaumstoff. Und für die verschiedensten Anwendungen nutzbar. Also sie werden beispielsweise verbaut in Transportboxen, in Gebäuden, in Kühlschränken oder in Flugzeugen. Das Unternehmen ist noch relativ jung, erst 2001 gegründet, hat aber schon mehr als 80 Patente für die Kerntechnologie und in den letzten 5 Jahren über 20 Auszeichnungen bekommen. Viele Bereiche sind in den letzten Jahren und werden aktuell noch erst erschlossen. Also das Unternehmen expandiert zum Beispiel stark in der Vermietung von eigenen Transportboxen auf Basis dieser Vakuum-Isolationspaneele und hat für dieses Geschäft jetzt als Beispiel die USA erst im vierten Quartal 2018 erschlossen. Die Entwicklung nach dem Börsengang im Jahr 2016 war vor allem im letzten Jahr eher enttäuschend. Daher die kräftige Kurskorrektur.
was vor allem daran lag, dass ein Großkunde einen Einbruch im eigenen Geschäft hatte. Also da geht es wirklich um mehr als 10 Milliarden Umsatz, die verloren gegangen sind. Und deswegen auch deutlich weniger auf Lösungen von VacuTech zurückgegriffen hat. Mittlerweile hat sich das Unternehmen aber gefangen und VacuTech auch die eigene Kundenbasis deutlich diversifiziert. Zudem, vielleicht noch wichtiger, hat das Unternehmen bis Ende letzten Jahres 70 Millionen Euro in die internationale Expansion investiert, also in den Aufbau von Kapazitäten und Standorten und in den Vertrieb und damit letztendlich die Basis gelegt für eine deutliche Wachstumsbeschleunigung. Und es könnte so sein, dass jetzt die Früchte dieser Vorarbeiten langsam geerntet werden können. Im ersten Quartal 2019 hat der Umsatz jedenfalls schon um 27% zugelegt. Und das Management hält zumindest eine Wachstumsrate von 20 bis 25% über einen längeren Zeitraum für nachhaltig durchaus erreichbar. Im letzten Jahr war das Unternehmen deutlich defizitär. Setzt sich der aktuell positive Trend fort, rechnen wir zumindest im Jahr 2020 mit dem Break-Even. Mit dem Profil ist die Aktie aber natürlich ebenfalls spekulativ. Also wir sehen hier im Chart, nach 2018 war in Summe sehr unerfreulich mit einem deutlichen Abwärtstrend. In diesem Jahr hat sich die Aktie mit einem Doppeltief allerdings gefangen und jetzt zumindest einen kurzfristigen steilen Aufwärtstrend ausgebildet, der bei 8 Euro an einen Widerstand gestoßen ist, der jetzt gerade möglicherweise übersprungen wird. Gut, soweit unsere Favoriten. Dazu noch ein paar wichtige Hinweise. Also zum einen werden die Aktien zum Teil auch privat gehalten. In diesem Fall gilt das für die Aktie von Sixt. Oder aber sie sind im Value Stars Deutschland Index oder in unserem Musterdepot enthalten. Es gilt für alle 5 vorgestellten Favoriten, dass sie zum Value Stars Deutschland Index gehören, für den wiederum meine Person indirekt ein Beratungsmandat hat. Ja, gut. Auf der Basis, hier haben wir noch mal kurz den Index eingeblendet. Vielleicht noch mal ein Wort dann zu unserer aktuellen Positionierung. Wie gesagt, wir sind in den Werten investiert, allerdings im Moment nicht mit voller Quote. Wir halten noch eine gewisse Sicherheitsreserve in der Liquidität und warten jetzt insbesondere auch ab, wie der weitere Newsflow von der Konjunktur ausfällt, wie sich der Markt technisch verhält und aber ganz besonders, welche News von unseren Favoriten kommen und ob die einen weiteren Ausbau des Engagements rechtfertigen. Aber grundsätzlich seid ihr schon auch weitgehend long investiert. Also ihr reduziert jetzt die Anlagequote nicht auf 10%, oder kann sowas auch vorkommen? Nee, also wir sind generell long investiert, immer mit deutlich hoher Quote. Also, dass wir mal unter 70% Investitionsquote gehen, das müsste schon ein erheblicher Sonderfaktor sein. Er kommt eher nicht vor. Okay. Gut. Gut, wir haben noch weitere Informationen. Okay. Informationsangebote. Zum einen gibt es auf Finanzen.net Informationen zum Value Stars Deutschland Index. Außerdem natürlich auf unserer Seite anlegerbrief.com Infos zum Zertifikat und auch zu unserem Börsenbrief. Den Link habe ich Und auch gerade darüber oben hinaus können Sie geschickt. Fragen. Wunderbar. Und Fragen können Sie an unsere Kontakt-E-Mail-Adresse richten. Bei Lang und Schwarz finden Sie Prospektunterlagen und dann haben wir auch noch als Informationsquelle die E-Mail und die Telefonnummer des Vermögensverwalters kurz einmal aufgelistet. Ansonsten können Sie dann jetzt gern weitere Fragen loswerden. Okay, also erstmal
Vielen Dank, sehr spannend. Danke für deinen Vortrag und deine Einschätzung zur Marktlage und natürlich auch zu den Einzelwerten. Ich will einmal festhalten, wer über entsprechende Börsenerfahrung verfügt, kann natürlich in die fünf von dir vorgestellten Aktien investieren und darauf spekulieren, eine ja, vielleicht überdurchschnittliche Rendite zu erzielen. Zu Risiken und Nebenwirkungen, das sollten wir vielleicht auch nochmal darauf hinweisen, sollten Sie aber bitte nicht Ihren Arzt oder Apotheker befragen, sondern mit Ihrem Berater oder Vermögensverwalter sprechen. Ich will ausdrücklich noch darauf hinweisen, dass es sich hier nicht um Empfehlungen von Finanznet handelt. Wir machen diese Veranstaltung, um Sie zu informieren und nicht um Ihnen Einzelaktien zu empfehlen. Das sind Empfehlungen letztendlich von dir, Holger, von eurem Team oder auch Insights, Einblicke in eure Strategie jetzt beim Anlegerbrief beziehungsweise auch in Value Stars Deutschland Index. Jawohl. Dann kommen wir noch zu Ihren Fragen. Hier kommen auch schon viele Rückmeldungen. Vielen Dank, war sehr informativ von dem Klaus. Freut uns. Der Christoph fragt, wenn er in die beiden doch spekulativen Einzelwerte investieren will und hat selbst einen Depotwert von 40.000 Euro, wie soll er da vorgehen? Und ich ergänze jetzt mal, macht es in diesem Fall überhaupt Sinn dann, in Einzelwerte nochmal, in so spekulative Einzelwerte zu gehen? Was würdest du ihm raten, Holger? Ja, also direkte Anlageberatung dürfen wir nicht machen. Das schon einmal vorweggeschickt. Aber ich kann ja mal was sagen zur generellen Strategie, wie ich vorgehen würde. Also solche Werte würde ich in so einem Depot immer nur mit einem kleinen Anteil beimischen. Das macht, ich finde, ab einer Größenordnung, die fünfstellig ist, etwas deutlicher fünfstellig, fängt das an, Sinn zu machen. Aber immer nur mit kleinen Prozentzahlen, weil es natürlich auch, wie bei einer Spekulation üblich, daneben gehen kann. Und vielleicht erstmal bei allen Spekulativen würde ich raten, klein anfangen. Und wenn sich zeigt, dass das Investmentszenario aufgeht, kann man immer noch peu à peu nachlegen. Man verpasst einen Teil der Performance, weil man natürlich später einsteigt, wenn die Aktie dann naturgemäß höher steht. Dafür hat man mehr Sicherheit, dass das Investment Case tatsächlich greift. Kann man denn auch mit einem Wert von 40.000 Euro in das Zertifikat investieren? Also gibt es da irgendwie Grenzen, oder ist Das das? Zertifikat ist natürlich deutlich liquider, also das hat auch ein erheblich größeres Anlagevolumen und insofern ist das kein Problem. Gut. Guck gerade mal über die Fragen, die hier kommen, noch drüber. Vielleicht allgemeine Fragen, ob man hier nochmal, ob es die Möglichkeit gibt, sich das Ganze nochmal anzuschauen. Für die, die es nicht kennen, alle, die am Webinar teilgenommen haben, erhalten nach dem Webinar, also heute Abend noch, eine E-Mail mit einem Link zur Aufzeichnung. Da können Sie also auch nochmal reinschauen, sich zu den Einzelwerten oder auch zum Markt- und Faktencheck informieren. Da werden wir auch nochmal die Links reinpacken zum Anlegerbrief und zum Zertifikat. Eine Frage zur Wirecard-Aktie. Ich glaube, die führt hier zu weit, auch wenn die natürlich bei vielen Anlegern sehr in Mode ist. Ja, wir werden uns Ich auch bemühen, da vielleicht mal wieder eine Kolumne zu schreiben. durchaus spannender Wert. Was kommt hier noch? Eine Frage, Spezialfrage zu Codon. Ja, welche Performance du erwartest, da wirst du wahrscheinlich jetzt keine Aussage zu treffen können oder was du dafür möglich Ich hältst in den sage mal nächsten fünf Folgendes. Jahren. Also es gibt einen sehr erfolgreichen Pharmawert, Biofrontera, an den der Markt letztendlich auch jahrelang nicht geglaubt hat. Und die dann auch ganz mühsam Vertrieb aufgebaut haben für ihr Kernprodukt. Und seit das läuft, hat sich die Aktie vervielfacht. Das muss bei Codon jetzt nicht genauso laufen, aber Biofrontera ist eine gute Blaupause für so ein Unternehmen mit einer Therapie, die neu am Markt eingeführt wird und welche Performance dann möglich ist, generell, wenn das auf eine große Nachfrage trifft und das mit einem Vertriebsaufbau auch ausgeschöpft werden kann. Und dann ist eine Menge möglich. Wie viel, das muss man dann sehen, auch wie viel Kapitalerhöhungen eventuell noch nötig sind, wenn sich mal der Break-Even doch verschiebt. Da gibt es natürlich sehr viele Faktoren. Deswegen in der Tat von mir kein Kursziel oder ähnliches für so einen Wert. Aber man kann sich Biofrontera mal angucken. Die haben wirklich auch einen langen
Langen Abwärtstrend im Chart gehabt, eine lange Bodenbildung gemacht und dann sich allerdings sehr erfolgreich entwickelt. Was haben wir hier noch? Ja, hier kommen auch viele Fragen zu anderen Aktien. Jetzt, wie gesagt, Wirecard, Amazon. Eine Frage nochmal zu Sixt hier. Soll ich eher in Vorzüge oder Stämme investieren? Also es gibt ja zwei Gattungen jetzt bei Sixt, die Vorzüge, die jetzt endlich kein Stimmrecht bieten, oder halt die Stämme. Was würdest du empfehlen? Also, ein bisschen ist das eine Glaubensfrage. Es ist so, dass tatsächlich die Vorzüge deutlich günstiger bewertet sind. Das ist eine Diskrepanz, die sich eigentlich auch nie auflöst. Also dieses Stimmrecht führt zu einer deutlich höheren Bewertung am Markt. Letztendlich sind die Vorzüge deutlich weniger reagibel. Das heißt, sie ziehen hinter den Stämmen manchmal langsamer nach. Sie fallen aber auch deutlich weniger, wenn es mal kräftig nach unten geht. Mit den Vorzügen kann man insgesamt etwas besser schlafen. Mittel- bis langfristig zeigen die trotzdem die gleiche Performance. Deswegen tendieren wir da klar zu den Vorzügen. Gut, ich glaube, wir sind auch schon deutlich über der Zeit. Ich würde sagen, dann beenden wir die Fragerunde, die zwar relativ kurz war, aber wir hatten ja schon viele Fragen auch während des Webinars gestellt an dieser Stelle. Ich möchte Sie, also vielen Dank nochmal an dich, Holger. Genau, Wie vielen Dank gesagt, auch war sehr, für die sehr interessant. Aufmerksamkeit der zahlreichen Zuhörer. Ich möchte Sie aber, liebe Zuschauer, nicht entlassen, ohne wie immer auf unseren Newsletter hinzuweisen, beziehungsweise auch auf euren Newsletter, den man auf eurer Seite kriegt, beziehungsweise wenn man value-stars.de eingibt, da kommt man auf die Informationsseite zum Anlegerbrief, zum Zertifikat, kann da auch den Newsletter abonnieren, kann ich sehr empfehlen, kommt, glaube ich, einmal im Monat. Wir selbst bei Finanzen.net bieten einen Webinar-Newsletter an, weil wir ja häufiger solche Webinare durchführen mit verschiedenen Experten, mit Fondsmanagern etc. Wenn Sie da Interesse haben dran und noch nicht im Verteiler sind, dann gehen Sie auf die URL, die hier eingeblendet ist, und tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse ein. Dann kriegen Sie jeweils 1, 2 Tage vor dem Webinar von uns eine E-Mail mit Informationen zum Thema. Gut, dann bedanke ich mich bei dir nochmal, Holger, und bei allen, die zugeschaut haben. Wünsche allen einen schönen Abend und ja, bis zum nächsten Mal. Wiederhören. Tschüss. Tschüss.